Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, in der letzten Folge haben sich die Ereignisse überschlagen und jetzt scheinen wir eine neue Quest zu bekommen. Morning, Tara. Any chance your grandma may have passed down any folk remedies for ailing cattle? No, why? Is one of your cows sick? Well, that's the thing. I just don't know. She's not producing milk, but Dr. Syed checked and said she doesn't seem to have an infection. I may have forgotten to feed her once or twice. The animals get sick if you forget to feed them? Apparently! And I can't get a vet to come in from off-island for at least another week or so. I just wish someone in Fairhaven really knew animals. Let me know if you think of anything. I may know someone. Ich wollte gerade sagen, also was ich jetzt spontan im Kopf hätte, wäre Fairy, nee, Moment, Fairyhaven ist das hier, oder? Ich blicke schon gar nicht mehr durch. Also wäre auf jeden Fall das Feenland. Sprich mit Ariel, um zu erfahren, ob er Martis kranker Kuh helfen kann. Moment, Ariel ist doch die Fee, oder nicht? Wieso er? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Okay, die scheinen nicht gegossen zu werden im Moment. Das ist schön. Also gegossen zu werden. Gegossen werden zu müssen, meine ich natürlich. So, Kitty. Hi, Kitty. Eine Grille und einen Kaulbarsch, was man nicht alles von so einem kleinen Tierchen hier bekommen kann. Es ist. Oh, wir haben jetzt zwei. Flügelspiel, du bist schon was älter. Ja, das müssen wir auch noch. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein neues Huhn holen. Ja, hallo. Nugget, du bist groß geworden. Okay, und eine Hühnerfeder. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich Hühnerfedern brauchen kann, aber. Hallo, Süßes. Meine Butterblume. Du kriegst jetzt erstmal was zu futtern. Die Frage ist jetzt: Wir haben jetzt Sonntag. Entweder hat er samstags oder sonntags auf der Ranch quasi geschlossen, dass er nicht da ist. Ich bin mir nicht sicher. Oh, sehr schön. Unkraut haben wir auch wieder, wenn wir dann nur neue Dinger für hätten, ne? Das Problem ist, dafür brauche ich eine Menge Unkraut, damit ich endlich das freischalten kann hier unten. Ich habe hier einfach keinen Platz, um da noch mehr Unkraut hinzumachen. Also nicht Unkraut, sondern die Dinger dahin zu machen. Theoretischerweise könnte man eins verschieben, aber ja, das ist halt doof. Ach Mann, ich will das hier endlich mal machen. Ich bin so froh, wenn das durch ist. Ich denke mal, wenn man dann noch mal irgendwas braucht, dann braucht man vielleicht mal so zwei, drei Unkraut oder so, aber nicht mehr so, ich weiß nicht, 50 Stück oder was auch immer ich jetzt brauche. Ich schaue noch mal eben nach. Ja, 50 Stück. Das heißt, 15 Tage muss ich noch. Ich wollte eigentlich nach unten rum gehen, genau. Beziehungsweise ich gehe erstmal nach oben rum, weil wir da ja dann nicht mehr hinkommen. Oh, da ist noch was. Das darf ich natürlich nicht stehen lassen. Das Problem ist halt, ich habe wirklich mehr als genug Unkraut, so wie es aussieht. Aber ich habe halt. Ich gucke nochmal eben. Moment, die brauchen. Nee, noch 4 Stunden brauchen die, okay. Ach so, ich wollte auch mit der Glaskugel gucken, ob ich eventuell das Lieblingsessen oder so von dem einen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, von dem Werwolf rausfinden kann. Da ist schon mal was zum Buddeln. Das nehmen wir nochmal direkt. Geld, Geld ist immer sehr willkommen, wobei das natürlich auch gerne ein bisschen mehr sein dürfte. Halt, stopp. Wenn du eben stehen bleibst, dann muss ich nicht komplett bis nach oben laufen. Sitz, Platz aus, bei Fuß. Alice texted me a while ago. I was surprised to see her name pop up, but it didn't twinge the way I thought it would. Wer ist Alice? Moment, da oben könnten wir aber eventuell auch was haben. Ah ja. Eine Minze. Sehr schön.
Die nehmen wir natürlich gerne mit. Diesen Beschleunigungstrank, den hatten wir doch, glaube ich, gekauft, ne? Da müssten wir mal dringend gucken, was man da alles für braucht. I found something. A recipe. Fesenschen, Walnusseintopf. Wieso kann man nicht einfach Walnusseintopf schreiben? Das ist doch viel einfacher, wenn man den richtigen Namen hat. Okay, dann schauen wir hier unten nochmal eben schnell und dann werden wir echt mal gucken, wegen der Beschleunigung, weil sonst kriege ich ja hier gar nichts mehr auf die Reihe. Oben sind gerade doch Fische sind doch drin. Ein kleiner Fisch ist drin, sagen wir es mal so. Hier ist diesmal nichts. Dann laufen wir mal nach unten, weil das ist so nervig. Das habe ich ja jetzt so oft schon erwähnt, dass es so nervig ist, wie langsam die hier rumläuft. Und wenn der jetzt auch noch eine Woche anhält, dann wäre das natürlich mega, mega geil. Problem ist halt nur, es wäre gut, wenn das irgendwas wäre, was halt eben wirklich nicht so teuer ist, was man halt viel und relativ schnell wiederbekommt. So, mal schauen. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, genau, Kupfererz haben wir, was wir einsammeln können. Das müsste hier gewesen sein, ne? Temposchubzauber. Aber das ist der normale Temposchubzauber. Hält ein paar Tage an. Ja, aber der soll doch eine Woche anhalten. Das Rezept habe ich doch vorhin gekauft. Hä? Das habe ich doch gekauft. Kleine Dinge anziehen. Moment. Ach so, erstmal. Glaskugeltrank, dafür bräuchten wir noch das Papier. Aber wir haben ja jetzt schon einen. Das heißt, ich gucke mal eben, ob er drin ist. Müsste er eigentlich? Ja, da ist er ja, Wesley. Hm. Oh, I think I see something. Oh, wie geil. Wein. Ich muss mir mal eben aufschreiben, Wesley liebt Wein. Sehr geil, weil davon habe ich nämlich noch welchen, wobei ich den eigentlich aufbewahren wollte. Aber der dürfte auch nicht zu schwierig sein, um den herzustellen. Also zum Weinmachen, glaube ich, brauchen wir noch mehr. Oder wie war das? Oder konnten wir das hier? Nee, Moment, das konnten wir hier. Aber dafür brauchen wir die Trauben. Naja, gut. Aber wir könnten dann theoretisch das ja mal machen. Wenn ich jetzt den Wein natürlich, den ich bekommen habe, das wäre jetzt noch besser, auch abgeben könnte. Das wäre jetzt ideal. So, Moment. Mit ihr muss ich reden. Und er ist hier, glaube ich, ne? Genau. Hi. Do you ever catch up with your family back in Alaska? Well, my dad walked out on us when my brother and I were three. Went back to Russia. My mom and I talk, but she also thinks I run a bookstore in Milkwater. I haven't been able to tell her about, you know. Ja, ich möchte dir gerne Wein schenken. Das ist gut, dass es da drin steht. Das ist eins von seinen Lieblingsgerichten. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Aber es hat, glaube ich, bei dem Herzen jetzt gar nichts gebracht, ne? Oder ist das ein bisschen höher gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe es aber mal probiert. Wenn man zweimal das Gleiche macht, bringt das, meine ich, nichts. Kann auch sein, dass ich mich jetzt falsch erinnere. Aber ich meine, das würde dann nichts mehr bringen. You said a while back that you had something to tell me about the Gloaming. Yes. The wellspring that you witches balance, it exists in the Fey world. The human world is not itself magical, but magic bubbles up from elsewhere. That's the Gloaming. At its heart is the wellspring. Oh, but I still have so many questions. You will have to ask them later. I am a busy fairy. Okay, aber ich denke, ich soll mit ihr... Ach nee, das ist Perry. Ah, Moment, mit wem muss ich denn... Ariel.
Ariel, kann ich hier noch irgendwas machen? Ach, er ist das. Ariel, do you know any remedies to cure sick animals? I might. Ach, ja. Who's it for? A pequeño woodland creature? No, a farm animal. Ah. Perhaps freedom will cure what ails her? But the magnificent bovine does not deserve to suffer due to her owner's neglect. Gather some coconuts from the beach. Make this potion. That should set her right. Oh, and you'll need this. I'll give it to you this one time. But in the future, you can buy more from me. Although, I do hope you tend your animals well enough that you won't need it. Ich auf jeden Fall. Tierheiltrank. Stelle den Tierheiltrank her. Wunderbar. Wunderbar. Aber jetzt, klar, als ich hier reinkam, fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen. Er hat ja gesagt, er beobachtet die Wildtiere. Logisch, dass er dann gemeint ist. Where are you from, Ariel? It is a place you humans call Brazil. But when I came into being, the humans called it Pindoretama. That's a long way from here. One day I may tell you the story of how I came to Ravenwood Hollow. Mach das, mach das. Ich bin immer noch so fasziniert von diesem Ort. So. Da unten ist nichts. Ja, im Endeffekt geht das hier relativ zügig vorbei. Wir müssen noch zu ihr hier unten in die Tüftlerwerkstatt. Aber ich wollte bei ihm noch mal kurz nachschauen, weil ich hatte das doch geholt gestern. Ja, der ist weg. Nachtbeschwörungszauber ist jetzt nur noch drin. Hä? Du hast es eilig. Liegt diese Zauberformel? Oder habe ich die nicht kaufen können, weil ich erst was verkaufen musste oder wie? Aber ich meine eigentlich, ich habe die gekauft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde übrigens sagen, dass wir den Zeitanhalten... Na, ich habe aber nur einen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht irgendwann für die Quest mal gebrauchen muss. Weil wir haben den ja extra bekommen und eigentlich sind die Sachen, die wir bekommen haben, doch recht gut bzw. wichtig gewesen. So, is there a whole colony of goblins living in the mines? Nah, we never lived in the mines. We need fresh air, just like you folks. But my ancestors did work the deep caves for generations and generations. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf zurück. Und ich schau mal nach, was wir jetzt alles für diesen Trank brauchen. Da können wir erstmal noch einen großen Fisch angeln. Ich will das zwar eigentlich nicht so nebenbei machen, weil wir jetzt wirklich sehr wenig Zeit haben. Aber ich hoffe, das gibt sich dann auch hoffentlich ab der übernächsten Folge mit dem Tempotrank. Oh, quick! Oder vielleicht schon ab der nächsten Folge, je nachdem, wie lange der dauert. Kommt natürlich drauf an, wie teuer der ist. Ich weiß nicht, ob ich den direkt schon machen kann. Oh, gotcha! So. Was ist mit den Komposthaufen eigentlich? Wir sind immer noch nicht fertig. Eine Stunde 40 noch, okay. Dann gucken wir mal hier. Lebender Trank könnten wir übrigens auch nochmal machen, fällt mir gerade ein. Ernteschubtrank, Geisterflamme. Glaskugel, Tierheiltrank. Temposchubzauber. Ich verstehe es aber trotzdem nicht. Er steht, hält ein paar Tage an. Ich meine, wir hätten den geholt. Deswegen Papier, Papier. Wo kriege ich jetzt Papier nochmal her? Ach nee, das war in der Werkstatt, oder? Muss ich leider ein bisschen Holz für nehmen. Gut, ich meine, Holz hat man schnell wieder. Das, war das das hier? Ja. Nee, Seidenfaden.
zu Seide. Das heißt, das, was wir haben an Stoff, den könnten wir doch eigentlich theoretisch... Stoff, Seide. Da brauchen wir das Zeug für. Und Stoff brauchen wir Baumwolle. Ja, dann können wir die Baumwolle, also den Stoff auf jeden Fall verkaufen. Hallo? Nein. Da brauchen wir ein Maulbeerblatt für. Wo kriegen wir das denn schon wieder her? Ach, was mache ich denn? Quatsch. Papier wollte ich jetzt eigentlich herstellen. So, ein Maulbeerblatt. Könnten wir das eventuell bei ihr kaufen? Da muss ich mal drauf achten. So, jetzt ist wieder alles so viel. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo ich hin muss. So, Temposchubzauber. Zack. Den können wir theoretisch sogar zweimal machen. Ja, da haben wir ja noch genug von. So, perfekt. Dann würde ich sagen, nehmen wir den jetzt einfach mal. Nee, halt. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Noch 4 Tage. Das ist aber keine Woche. Oh ja, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Das ist wirklich klasse. Tiere gefüttert habe ich ja schon, ne? Das ist richtig geil. Das ist, dürfte so doppelte Geschwindigkeit ungefähr sein. Moment, kann da jetzt einer runtergelaufen? Nee, das war das. Thomas, ich bin ganz schnell. It's no good dwelling on the past. But I'm curious, how different things would look if my people stayed on the island. Ja, da kann ich dir jetzt leider auch nichts zu sagen. Hallöchen. Oh, I've already gotten 100 more followers on my social account since I moved here. Wow, that's great, great. Mm-hmm. People love photos of the authentic country life. But let me tell you, these chickens do not cooperate when I'm trying to compose a shot. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel ich jetzt noch davon habe. Hühnerfutter 11. Dann nehmen wir da mal Neues von. Wir müssten auf jeden Fall auch mal ein Schaf holen, damit wir dann da die Wolle mal von haben. Dann würde ich sagen, dass ich definitiv in der nächsten... nicht in der nächsten... Ach so, das ist meine. Oh, ich dachte gerade schon. Nicht in der nächsten Folge, sondern dass ich auf jeden Fall... machen wir mal 5. Ich habe ja nur eine Kuh im Moment. So, dass ich auf jeden Fall schaue, dass ich dann nochmal Geld hole. Ich habe übrigens eine Sache vergessen, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Nämlich muss ich ja diesen Trank noch machen. Diesen, wenn ich es kann, ich weiß es ja nicht, um ihm zu helfen, beziehungsweise um seinen Tieren zu helfen. Da müssen wir eben schauen, was wir dafür genau brauchen. Also, was ist das? Ariels Haar. Ach, das können wir bei ihm kaufen, oder was meinte er damit? So, der braucht 6 Stunden. Okay, dann lassen wir den erstmal durchrattern. Lauf doch mal. Schnelles Laufen bringt alles nichts, wenn man einfach nur gegen Stein läuft. So, wir gehen jetzt mal hier gucken, was wir hier alles machen können. Wir bleiben erstmal oben, aber die haben wahrscheinlich fast alle jetzt erstmal geschlossen heute. Natürlich ist es auch gerade gar keiner irgendwo auf der Straße. Das ist so geil. Ey, wenn ich bedenke, wie lange ich brauche normalerweise, um von links nach rechts zu kommen. Das ist so Hammer. Da oben ist noch eine Erdnuss. Ah, die Ärztin ist hier. Oh, 2 Erdnüsse übrigens. Moment, da gucken wir da erstmal nach. Nicht, dass ich das vergesse. Oh, hello. Enjoying the woods? I like to walk along the shore of the lake. Sometimes I get lucky. Oh, sounds like you have more fun here than I do. No, I just meant that there are some native plants here with good natural anti-inflammatory properties. So why are you in the woods today? Suche nach Wildblumen. Ja, super Shelby auch, aber suche nach Wildblumen. I've been looking for some wildflowers.
but I think I've already found the most beautiful one. Oh my, you are a charmer, aren't you? Well, I want to be available to my patients whenever they need me, but sometimes I just need a quiet place to reflect. And for some reason, a lot of people here seem to be wary of these woods, so it's a good place to go for some space. Would you keep my secret spot to yourself? I have certain patients who will track me down every time they have a cough. What secret spot? Thanks. I can tell you're an easy person to trust. Ja, sie ist eine lockere Freundin geworden, auch wenn ich sie gerade unbewussterweise angemacht habe, was ich gar nicht wollte. Aber ich suche doch nun mal nach Wildblumen, da kann ich doch nichts dafür... Ja, nee, ja gut, nach Wildblumen... Eigentlich suche ich Pflanzen. Ich habe mich ein bisschen vertan. Cameron's going to spend a long time figuring out who he is. If he's willing, the island will shape him into something great. Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Ach so, wir können mal kurz gucken. Er hat das nicht. Ich denke, dass der Surferboy diese Blätter da hat. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Maulbeerblätter, genau. Ich weiß nur nicht, der dürfte wahrscheinlich jetzt nicht da sein. Have you checked out the Consciousness Center yet? We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Ja, da sagst du gerade was, Parker. Die sind wahrscheinlich jetzt alle da in dem Zentrum gewesen. Dummerweise, wenn er jetzt hier rumläuft, gehe ich stark davon aus, dass die jetzt alle nicht mehr da sind. Was jetzt natürlich doof ist, weil ich jetzt gerade dahin laufe. Oh, hi. Every year they do a Book of the Mind conference in Milkwater. One of these days, I'm gonna buck up enough courage to go. Who knows? Maybe I'll end up running into the love of my life. Ja, ich dachte, das wird Cameron. The one nice thing about the heat is everyone loves to seek refuge in our nice, cool consciousness center. Founder Korn is going to love our chapter's numbers. Drin ist auch noch einer. I'm pleasantly surprised by Emmy and Finn's new entrepreneurial venture. If only they showed such drive in the classroom. Tja. Das Blöde ist nur, Schulen sind halt langweilig, ne? Und werden immer langweiliger gemacht. It's nice to see Parker and Lena teaching their kids to run a business. That's how we'll keep that entrepreneurial spirit strong in Fairhaven for the next generation. Ja. Kann ich den einfach irgendwie vielleicht wegzaubern oder so, dass der nicht mehr da ist? Das wäre ganz schön. I keep telling myself, I'm not gonna stop by Emmy and Finn's lemonade stand again, but oh, I always do. When it's so hot out, there's nothing better than citrus and sugar. Ooh, maybe I'll bake some lemon tarts. Also Zitrone ohne Zucker, das wäre auf jeden Fall was, was definitiv leckerer wäre. Ah, da haben wir noch alles drin, okay. So, die Kitties habe ich noch nicht gesehen, die Fleischerin habe ich noch nicht gesehen, die mit den Blumen. Natürlich hat er genau das Falsche anvisiert. I've never really had a favorite dish. I mean, there's the classics. But whenever I nail a new recipe, that becomes my favorite. Das heißt, wenn ich dir was kaufen möchte, muss ich jedes Mal neu... Habe ich hier eigentlich... Nee, Fischstäbchen habe ich jetzt nicht mehr gemacht, ne? Nee, ich kann nur die Limonade verkaufen, okay. Es wäre schön, wenn ich mit dir reden könnte. My mom was a summertime star once, right after we moved here. How old were you then? I feel like I remember seeing you playing in town by the general store. Oh yeah, Lena used to mind me sometimes when my folks were running the bar. We moved to Fairhaven right when I was 5. I don't have many memories of life back home, to tell you the truth. Okay. Wow. Nein, Moment, wir müssen erstmal dahin. Ich weiß ja nicht, wie lange er sein Geschäft da offen hat. Nein. So. Der hat nochmal einen Maulbeersetzling. Okay, den möchte ich jetzt aber nicht haben. Der verkauft aber keine Blätter. Aber immer noch Tee, den ich... Achso, Moment, genau, ich muss ja noch was verkaufen. Sehr schön. Das hat mal einen richtigen Schub gemacht hier. Avocado, Paprikagewürz, Schokolade und Zimt. Gut, Maulbeersetzling brauchen wir nicht.
Den haben wir schon. Ich hoffe, dass das auch mal wechselt. You know, I liked the Consciousness Center at first. It's a good place to sit and think. And the piano, organ, keyboard, whatever, is wicked cool. But Cameron keeps trying to get me to read the Book of the Mind. And that is not happening. Jetzt verstehe ich auch, die sitzt hier, weil sie auf die Kinder aufpasst, ne? Thanks again for helping the kids with their stand. Of course, now Emmy's asking for a credit card so she can start building her credit. ist klar. Okay. We went to the nursing home in Milkwater where Grandpa lives. He kind of perked up when Emmy and me started talking about all the fun we had at the summer festival. I wonder what it was like when he was our age. Get your ice cold lemonade! 15. Okay, have a nice day. But you know, it would be nicer with some lemonade. Ja, ja, ich muss mal eben was... Ich hatte nämlich gerade so einen Gedanken. Wir haben aber von ihm doch Limonade bekommen, oder nicht? Hä? Wir haben doch Limonade... Oder hatten wir die... Nee, wir hatten die nicht getrunken. Ach nee, da oben. Oh, ganz ehrlich? Ey, dann kaufe ich doch welche. Yes, I'm rich. Naja, nicht ganz, aber ich hätte gern noch ein paar dazu. Nee, Geschenke möchte ich nicht. Nein, ich kann immer nur eine holen. Oh, die Schweine. How's business going, Emmy? Good. But I think Finn's been sampling the merchandise a little too much. Yesterday, he was so hyper, Mom made him run a lap around the house just to burn off some energy. Ja, andere nennen es ADHS oder eben die Zuckerkrankheit, dass Kinder zu viel Zucker essen. For 10-year-olds, Emmy and Finn know how to make a good pitcher of lemonade. Well, someone gave them homemade sugar. Oh, maybe I should partner with them? Offer a jamon ibérico and lemonade special? Ja, kann man alles machen. Hier oben, denke ich mal, ist alles zu, weil die sind alle hier. Wesley wird auch nicht mehr hier sein, weil den sehen wir ja jetzt immer im Feenreich. So, ich schaue hier nochmal eben schnell nach. Oh, hier ist noch was. Beziehungsweise jemand. This island was a popular port for pirates and smugglers back in the day. I bet there's at least one sunken ship under those waves, just full of golden gems. Das wäre natürlich ziemlich cool. Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal ein bisschen Geld zusammenkratze. Das Problem ist halt, um das nächste machen zu können, brauche ich in erster Linie Erde. Aber Geld braucht man natürlich immer. So, ja, wir haben noch einen Shrimp gefangen. Ach nee, wir waren hier in die andere Richtung am Gehen, ne? Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt bis jetzt, wo ich euch das sage. Oh, da haben wir doch so einiges, was wir hier finden können. Dass jetzt schon wieder eine Stunde knapp vorbei ist, weil ich nämlich einen Anruf bekommen hatte und mal eben dringend los musste. Und ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Plan mehr habe, was ich eigentlich machen wollte. Schande über mich. Oh, wir haben noch einen. Oder haben wir mit ihr schon gesprochen? Nee. At first I only bought lemonade from Emmy and Finn because I'm their babysitter. But it's actually good. Like, really good. Ja, also bei dem Preis und das, was wir da kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das auch super klasse. Ich angel jetzt noch eben eine Runde. Ja, ich würde allerdings sagen, ich mache... Oh, jetzt kommt Bruno gerade. Das ist doch nicht dein Ernst. Wenn ich jetzt hier rausziehe, ist der Köder garantiert weg. Komm, großer Fisch, geh schnell ran, damit ich mit Bruno auch hinterherlaufen kann, bitte. Bruno, der war doch gerade erst hier. Wie schnell ist der bitte? Alter Mann, hallo? Say, Tara, I've been thinking about the fairies. What if they're the dark shapes in the woods at night? I promise you, there are no fairies in the woods. Yeah, you wouldn't know anyway. Ja, was weiß ich schon, genau.
Okay, aber dieser Beschleunigungstrank, der ist sowas von hammergeil. Wir brauchen sonst immer so lange, um von A nach B zu kommen. Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, da sind nur kleine Fische drin. Ich angel jetzt hier noch eine Runde und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es dunkel ist und es im Wald weitergeht. Bis gleich. So, und schon geht es weiter mit Beschleunigung. Hi. Try to not blow off any arms or legs while trying out new spells. It's harder to stay in secret society that way. Okay. What are the stars saying tonight, Farseer? They'll tell you themselves, if you start listening. Ja, das würde ich ja gerne. Who are you really? Persist in your studies with the Coven and you will know one day. Ah, ich habe aber bei mindestens zwei schon eine ganz große von. I got a letter from an institute focused on herblore. They want to recruit me. I love potions, but I'm not sure if that's the right move for me. I can't believe magic schools are actually a thing. Girl, they've been around for ages. They're also crazy expensive, so it's like probably not a real option. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking violet type. And I suspect you're not either, are you? Ja, schade, dass da jetzt nichts Neues kam. Ich denke mir mal, müssen wir das schon auffüllen? Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, wir haben so viele von den Bären, da können wir gerne noch zwei reinmachen. Machen wir mit drei voll? Nein, machen wir nicht. Wir spenden erstmal zwei Bären. Dann ist es nicht ganz voll, aber ich meine, das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt hier mit Hypergeschwindigkeit sozusagen wieder zurück zu mir nach Hause. Ich bedanke mich erstmal schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.